Coup d'Amstar Maria Erich in ihrem ersten Thriller namens Prey. Top oder Flop? Jetzt bei den Filmgorillas. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frischfutter. Silke und ich. Und wir freuen uns sehr, sprechen heute über ein neues Projekt von unserem Filmgorilla-Edelmitglied Maria Erich. Prey heißt der Film und der läuft auf Netflix. Und in Prey geht es um einen Junggesellenabschied, der, ich glaube, man kann das so sagen, schlechter nicht laufen könnte. Roman möchte heiraten, sein Bruder Albert und drei gemeinsame Freunde verbringen das Wochenende im Wald. Sie machen einen Ausflug mit Kanufahrten, allem, was dazugehört, und Lagerfeuer. Und als sie schon auf dem Weg zurück zum Auto sind, fallen plötzlich Schüsse. Und dieser ganze Ausflug, ja, der verwandelt sich plötzlich in einen Kampf um Leben und Tod. Wir sind im Nationalpark, in einer Hütte. Wo sind wir genau? Und welche Rolle Maria in diesem Film spielt, das erzählt sie uns jetzt selbst. Hallo ihr Lieben, als Filmgorilla-Ehrenmitglied freue ich mich total, euch heute meinen neuen Film Prey vorstellen zu dürfen. Liebe Maria, es ist so schön, dich wiederzusehen. Herzlich willkommen bei den Filmgorillas erst einmal. Und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem Film Prey. Danke. Als allererstes möchten wir natürlich jetzt wissen, was kannst du uns denn schon über deine Rolle in Prey verraten? Also, ich spiele eine junge Frau namens Eva. Und Eva lebt allein im Wald. Und sie hat vor sehr kurzer Zeit einen ziemlich schweren Schicksalsschlag erlitten. Und seitdem lebt sie eben da allein im Wald und hat irgendwann das Vergnügen, auf die fünf Männer zu treffen. Und muss sich dann mit denen auseinandersetzen. Du hast jetzt schon gesagt, die fünf Männer, die dann da ins Spiel kommen, die sind ja von der Zusammensetzung des Schauspielstabs jetzt schon so, dass du vermutlich am Set auch eher die Henne am Korb warst, die ganze Zeit. Wie war denn das, mit so einer Gruppe von nur Männern zu drehen die ganze Zeit? Das hat ehrlich gesagt total Spaß gemacht. Das sind alles solche Herzen und ich weiß nicht, also ich bin erst ein bisschen später zum Drehen dazugekommen. Die hatten dann schon ein paar Wochen in den Knochen und es war ja auch ziemlich kalt. Wir haben im Elbsandsteingebirge gedreht und es war Oktober, November. Also wirklich, es hat zum Teil geschneit über Nacht und wir mussten dann, beziehungsweise unser Team musste dann den Schnee wegschippen, damit die Anschlüsse noch gestimmt haben und so. Und ich glaube, so diese körperlich sehr anstrengenden Drehs, die schweißen auch einfach total zusammen. Deswegen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das klingt sehr gut. Eine wichtige Frage von mir als absoluter Horrorschisser. Du hast gesagt, in dem Wald war es kalt und es war ja auch dunkel. Wie gruselig war es da zu drehen, Maria? Ey. Nein, das war, also zum Teil haben wir wirklich an ziemlich gruseligen Orten gedreht, aber ich muss echt sagen, ich glaube, umso schwerer das Thema ist, was man spielt, desto lustiger ist es am Set. Weil halt auch, wirklich ist es echt so, also du hast wirklich permanent irgendwelche Situationen, bei denen man sich denkt, oh Gott, passiert das jetzt hier gerade wirklich? Also es war einfach irgendwie cool, also es hat total Spaß gemacht. Sehr, ich habe ja vorher auch noch keinen Thriller gedreht, also es war ja auch mein erstes Mal. Ja, und sehr beruhigend zu wissen, dass es hinter den Kulissen dann nicht permanent diese Anspannung gibt, weil das würde ich mir wirklich sehr schwer vorstellen. Ja. Du spielst ja jetzt schon eine gänzlich andere Rolle als zum Beispiel in Coup d'Am. Wie reizvoll ist für dich dieser Wechsel zwischen den Charakteren, jetzt mal in so eine ganz andere Rolle zu schlüpfen? Das macht wahnsinnig viel Spaß. Weil es ist halt einfach so, ja, also Evas Rolle war jetzt auch sehr körperlich und das habe ich eben sonst auch sehr selten. Und das war einfach, ich habe so das Gefühl gehabt, nochmal auf einer anderen Ebene spielen zu dürfen. Und das war toll. Ich habe, wie gesagt, meine Kollegen ganz doll ins Herz geschlossen, hatte viel Spaß und das hat einfach auch zwischen der Regie total gestimmt und wir haben alle eine Sprache gesprochen. Von daher ganz tolle neue Erfahrungen. Wir beide haben ja vor einiger Zeit hier mal über Schauspielertransformationen gesprochen und darüber, wie sich Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich intensiv auf eine Rolle vorbereiten, um dann diesen gänzlich neuen Charakter perfekt spielen zu können. Was war denn Teil deiner Vorbereitung? Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet?
Also ich hatte zu einem Teil auf jeden Fall viel körperliches Training. Ich habe, ich glaube, 1,5 Monate, bevor wir angefangen haben zu drehen, habe ich angefangen, mit einem Personal Trainer zu arbeiten, weil ich halt auch wusste, dass wenn ich im Wald unterwegs bin und wenn der Dreh anstrengend wird und es kalt ist, da brauchst du ja nur mal irgendwie eine Wurzel schief anzugucken und dann rutscht du raus und kannst 3 Tage Deswegen habe ich da auf jeden Fall mich gut vorbereitet und es hat auch super geklappt. Und das war aber auch wirklich wichtig und gut. Gab es denn irgendwelche kleineren oder größeren Unfälle während des Drehs? Du hast jetzt gerade schon gesagt, wenn man da mal irgendwo wegrutscht und dann fällt man aus, weil man nicht mehr auftreten kann. Oder ist das alles glimpflich abgelaufen während der Dreharbeiten? Naja, bei mir nicht. Also bei Erzähl, das wollen wir wissen. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich da jetzt sagen kann, aber einer unserer Männer hatte dann irgendwann, ist tatsächlich ausgerutscht und konnte dann nicht mehr so richtig gut rennen. Oh nein. Okay, das ist natürlich bei der Geschichte, die dann weiter voranging, vermutlich etwas schwierig gewesen für die weiteren. Aber es wurde alles total super. Also ich habe es im Film selber überhaupt nicht gesehen. Es wurde dann gut gedoubelt mit einem unserer tollen Stuntleute. Und von daher nichts passiert. Sehr gut. Und sehr gut, dass dir auch nichts passiert ist. Wunderbar. Du hast jetzt für Kudamm hast du das Tanzen gelernt. Für diese Rolle hast du wieder andere Dinge gelernt. Gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du wirklich gern für eine andere Rolle nochmal lernen, weil du es halt einfach ja auch für dein Leben gerne können würdest? Ich habe schon so viele tolle Sachen machen dürfen. Also ich fand vor allem damals, als ich zum Beispiel, als ich die Glasbläserin gedreht habe, da durfte ich ja Glasblasen lernen. Und ich finde immer solche handwerklichen Geschichten ganz toll. Also zum Beispiel irgendwie Goldschmieden oder so würde ich super gerne lernen. Und auch wenn es nur für einen Film ist. So, habt ihr gehört, ne? Also Goldschmieden, wenn mal ein Goldschmiedefilm gedreht wird, dann stehst du schon auf der Besetzungsliste. Sehr, sehr gut. Du drehst ja viel für die großen Anstalten, für die großen deutschen Fernsehanstalten und jetzt hast du eine deutsche Produktion für Netflix, also für einen internationalen Anbieter auch gemacht. Kannst du erzählen, was so für dich jetzt am Set der größte Unterschied war, inwiefern sich da die Vorbereitungen und auch die Dreharbeiten und die Durchführung unterscheiden? Also im Grunde am Set war es eigentlich so, wie man es kannte. Also es hat sich jetzt irgendwie nicht total anders angefühlt. Ich fand auch, bei Prey war es jetzt so, wir hatten eben dadurch, dass wir halt eigentlich den ganzen Tag im Wald gewesen sind und wir uns eben auch so an die Gegebenheiten anpassen mussten, an das Elbsandsteingebirge, an die Wettergegebenheiten, konnten wir natürlich jetzt auch nicht so ein riesiges Team mitnehmen. Was total schön war, weil es eben für diesen Umfang dieses Films eben total gut gepasst hat. Was ich aber super fand zum Beispiel, war eben im Voraus, dass wir uns quasi alle zusammen telefoniert haben über Zoom. Und dann hat Netflix uns so ein bisschen so einen kleinen Pep-Talk gegeben. Und das war echt geil, weil man dann irgendwie schon so, ich weiß nicht, da kriegt man halt gleich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das fand ich ziemlich spannend irgendwie. Ja, dass man gleich so ein Gruppengefühl und so eine Wir-Dynamik dann hat. Muss man ja auch, wenn man im dunklen Wald irgendwie die ganze Zeit sich aufhält gemeinsam. Und was war während der Dreharbeiten für dich insgesamt die größte Herausforderung, so die größte Hürde, wo du sagst, da muss ich mich jetzt echt überwinden? Gab es da einen Moment, der wirklich schwierig war für dich? Also es gab zwei, einen darf ich jetzt noch nicht verraten. und der andere, ganz große, wirklich immer anwesende Teil ist der, dass das einfach die ganze Zeit kalt war. Es war so arschkalt und ich friere ständig und ich stand wirklich zum Teil schlotternd da in der Ecke und habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, lass es jetzt vorbei sein. Es war wirklich extrem kalt und dann musst du ja halt, wenn dein Gesicht so einfriert und du eben noch was spielen musst, dann musst du dich wahnsinnig anstrengen, weil man halt die ganze Zeit irgendwie denkt, ich kann jetzt nicht nur irgendwie einen Gesichtsausdruck haben. Ich muss ja ein bisschen was machen. Und das war zum Teil ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten, ja, ich würde gerne noch mehr erzählen, aber es geht gerade nicht. Maria, dann noch eine Frage in guter alter Filmgorillas-Manier. Welchen aktuellen Film- oder Serientipp hast du denn für unsere Community? Also ich habe gerade die letzten 2 Wochen durchgesuchtet
auf Netflix New Amsterdam. Das ist so eine Ärzte-Serie und spielt eben in einem Krankenhaus in New York. Und das ist irgendwie, ich gucke sowas total gerne. Aber früher Grey's Anatomy und alles durchgesuchtet. Aber jetzt bin ich tatsächlich so weit, dass ich fast auf die Barrikaden gehe, weil am Ende dieser Staffel gibt es einen mega fiesen Cliffhanger und ich weiß nicht, ob ich aushalten kann. Haben sie dich erwischt? Mit dem guten alten Cliffhanger. Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank, Maria, für den Serientipp. Und ich sag mal, was mir gut gefallen hat an Prey. Also Nummer 1, das Setting. Großartig. Ja. Ich finde, du spürst in diesem Wald, in der Art und Weise, wie es gedreht wurde, diese Einsamkeit, diese Orientierungslosigkeit. Für mich hat auch die Farbwelt etwas mit einem verwunschenen, erwachsenen Märchenwald zu tun. Ne? Also er jagt Angst ein, es könnte überall irgendwie Gefahr lauern, muss es aber nicht. Auf der anderen Seite hat es so eine erschlagende Schönheit, auch dieser Ausblick, weißt du, dieses Luftatmen, wo sie auf dem Turm stehen, über alles hinwegschauen können. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich bin ein Riesenfan, logischerweise von Maria, aber auch von Hanno Koffler und vor allen Dingen von David Cross. Da schließe ich mich an. Also David Cross fand ich hier auch großartig, die Emotionen irgendwie mitzuerleben, mitzufühlen. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, und das mag ich immer, wenn ein Film das schafft, dass ich mir die Frage stelle, oh Gott, was würde ich denn tun in dem Moment? Also der hoffentlich nie eintreten wird. Aber gerade auch, wenn dann die Frage aufkommt, okay, jetzt können alle nicht mehr so schnell laufen, lassen wir einen zurück oder nicht? Oder wie verhalten wir uns? Machen wir Teambuilding? Trennen wir uns? Und wenn ich vor dem Bildschirm sitze und mich die ganze Zeit frage, oh Gott, was würde ich machen? Dann hat der Film eine Stelle bei mir erreicht, die auf jeden Fall funktioniert hat. Das war bei mir auch so. Also ich habe mitgefiebert auf deren sozusagen, ich meine, Prey heißt ja Opfer in diesem Fall, ne? Also dass sie versucht haben, nicht das Opfer zu sein, sondern diejenigen, die das Schicksal in ihre eigenen Hände nehmen. Und das fand ich ganz toll. Vor allen Dingen auch diese Überlegung, die du gerade angesprochen hast. Was mir nicht so gut gefallen hat, kommen wir vielleicht mal zu einigen inhaltlichen Komponenten, die ich nicht so nachvollziehen konnte. Ich war ja schon auf einigen Junggesellenabschieden. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum erst feiern und Striplokal und dann Einsamkeit? Eigentlich ist ja erst Einsamkeit und dann Striplokal und Rock'n'Roll. Ne? Also du jetzt besser als ich, ja, wie man das also, macht. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Und die Gruppe, mit der hatte ich ein Problem. Weil, also ich fand den Bruder-Twist zwischen Hanno und David großartig. Yeah. Hanno eher die Arschloch-Tendenz, David eher das Helfer-Syndrom. Yeah. Super, auch diese, was da dann alles noch aufgedeckt wird und was passiert. Die anderen drei haben für mich nicht reingepasst, weil ein Junggesellenabschied bedeutet, du nimmst deine Best Buddies mit, weil what stays in the Junggesellenabschied stays in the Junggesellenabschied. Ist das so? Nein, habe ich gehört. Das heißt, du nimmst ja deine besten Buddies mit, um mit denen etwas zu erleben, ne? Weil du einfach so eng bist über die Jahre. Aber da war mir von Anfang an zu viel Knall drin, dass es dann immer ein schwaches Mitglied gibt. Es gehört zu einem Thriller dazu. Aber das hat für mich nicht gepasst. Da war zu viel Alarm von Anfang an. Das fand ich schade. Also ich gebe dir recht, ich bin auch ein bisschen drüber gestolpert, dass ich dachte, okay, ihr wollt beste Freunde sein. Es wirkt irgendwie gar nicht so. Aber muss ich dir jetzt so ein bisschen widersprechen. Zum einen ist das ja auch wichtig für den Verlauf der Geschichte, wie die sich dann verhalten und dass halt irgendwie nicht klar ist, dass jeder für jeden irgendwie die helfende Hand reicht. Ja, aber das hat doch Spannung reingebracht. Aber dann sagst du ja nicht, dass ein Junggesellenabschied, brauchst du keinen Junggesellenabschied. Dann sagst du, es sind 5 Freunde, die losziehen, die sich nach einer Reunion nach 10 Jahren wiedergesehen haben und auf einmal entdecken, sie haben nichts mehr gemeinsam. Aber auf dem Junggesellenabschied können auch nicht immer alle miteinander. Nicht jeder hat 5 beste Freunde mit. Ja, aber dann fährst du nicht mit 5 Leuten los. Dann nimmst du deinen Best Buddy und fährst nach Kopenhagen und machst dann nur Striplokal und Rock'n'Roll. Ach so. Dann musst du nicht in die Natur fahren und irgendwie in der Einsamkeit aufeinander abhängen, wo du weißt, du hast nichts zum Ablenken, weil du musst dich miteinander auseinandersetzen. Das macht, das finde ich nicht. Also macht für mich in dem Fall, das heißt nicht, dass ich die schauspielerischen Leistungen nicht gut fand. Aber mir war von Anfang an zu viel Dynamik drin, dass das auf diesen Twist rausgesteuert wird. Und da kommen wir wieder zu dem, was du gesagt hast. Wenn ich in einer Extremsituation wäre, dann verändern sich die charakterlichen Eigenschaften ja immer. Aber das kann ja rauskommen, wenn der Druck da ist. Das muss ja nicht ohne Druck schon entstehen. Ja, okay, ich gebe dir recht, ich bin auch ein bisschen drüber gestolpert, aber das fand ich jetzt nicht so störend, weil ich fand, das hat es noch spannender gemacht, um zu sehen, wie die halt miteinander agieren. Dein Fazit. Dieser Film hat bei mir einen Ehrenplatz in meinem Herzen. Einmal,
weil unser Ehrenmitglied Maria mitspielt, natürlich, und zum anderen Steven, und jetzt werde ich ein bisschen nostalgisch, weil bei unserem allerersten Film-Gorillas-Dreh haben wir auch über eine Menschenjagd im Wald gesprochen. Ist es nicht herrlich? Der Kreis schließt sich. Also, Film von Thomas Sieben hat tolle Filme gemacht, unter anderem Kidnapping Stella mit Jella Hase und Max von der Grünen, den fand ich toll. Hier hat mir ein bisschen was gefehlt im Plot-Twist. Ich bin auch nicht so happy am Ende gewesen, durch das, was da am Ende dann rausgekommen ist. Ich finde es schön inszeniert, ich finde toll gedreht. Mir hat die Geschichte an einigen Stellen zu viele Makel gehabt. Und für mich ist er besser als okay, aber da wäre noch mehr Potenzial drin gewesen. Und vom Setting waren wir ja beide begeistert. Und vielleicht verratet ihr uns in den Kommentaren noch einmal, welchen Thriller in einem Wald, in der Natur ihr uns empfehlen könnt, wo einfach auch das Setting und die Aussicht allein schon Freude machen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass ihr ganz viel Deliverance schreiben werdet. Aber ansonsten, bitte abonniert uns, klingelt die Glocke und bleibt uns weiterhin treu. Und wir freuen uns, wenn ihr alles guckt, was wir als Filmgorillas so auf die Beine stellen. Bleibt gesund und munter. Tschüss. Tschüss.